So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. In dieser Höhle. Die Let's Play Pause ist vorbei und weiter geht's. Aber ich habe vergessen, jetzt ein paar Anwendungen zu schließen. Bis gleich. LOL. Okay, jetzt damit wieder ein bisschen flüssiger laufen. Ja, wir waren in dieser Höhle. Ich muss mich erst wieder umschauen, bevor ich hier weiter. Ein Pfeil! Gut, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir weitergehen können. Wir können hier lang gehen, in diese... ich weiß nicht, was das ist. Ein kranker Scheiß halt. Oder wir können hier unten reingehen. Aber ich glaube, wir könnten auch noch ein paar... Ja, ein paar Sachen mitnehmen. Zum Beispiel die Kerze hier. Wir haben mehrere Möglichkeiten, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich würde sagen, ich erhelle erstmal das Ganze. Oh nein, das teilt sich. Oh nein! Okay, hier ist zum Glück eine Sackgasse. Und was ist hier? Jesus! Eine Klippe! Kann auch zwar sein, dass es was anderes ist, aber ich glaube stark, dass es eine Klippe ist. Hier hinten geht es übrigens auch noch weiter. Also. Ja, jetzt haben wir eine. Eine einigermaßen große Höhle gefunden. Jetzt mal hier nach oben. Und bete, dass nichts kommt. Hä? Ganz schön undicht hier. Du bist wohl nicht ganz dicht, wa? Oh Gott. Jetzt muss ich schnell sein. So. Puh. Übrigens spielen wir jetzt mit der Version 1.6 und es ist deswegen leider kein Texture Pack drin. Und hier geht's raus, cool. Aber es scheint so, als wird's nachts draußen werden. Tech Damage, das scheint neu zu sein in der Version 1.6. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gut, ich versuche mal nach oben zu kommen und um zu schauen, wo wir jetzt gerade sind. Ich werde natürlich wieder in die Höhle reingehen, sofort. Nur mal kurz schauen, wo wir jetzt sind. Okay, hier ist unser Boot. Und hier, ja, hier ist die Höhle. Also in so einem kleinen See drin. Ich packe hier mal das ganze Zeug, damit wir hier irgendwie... das Wasser abfließen lassen können. So, jetzt kann ich theoretisch heimgehen und die Sachen ablegen, die wir gesammelt haben, aber ich gehe nochmal rein, was soll denn der Scheiß? Okay, ja, waren wir schon mal. Hier sind ein paar Fackeln. Und da kommen wir ja her, ne? Das kennen wir ja schon. Das sieht sehr interessant aus. Ich nehme jetzt mal wieder ein paar Sachen mit, ein paar Erze zum Beispiel. Und zwar, wir haben ja hier noch ein paar Spitzhacken. Nehme ich hier mal das Eisen mit. Hier oben ist auch noch ein bisschen Kohle, das können wir uns auch noch krallen. Ja, jetzt aber... Ah Gott, ich hasse das mit dem Wasser da. Oh Mann. Ja, jetzt komm schon. Schneller, es wird Nacht und die Zombies kommen runter. So, okay. Gut, ich glaube, da ist noch ein bisschen Kohle. Ich nehme das jetzt schnell mit, das ist wichtig. Zum Überleben braucht man, was man finden kann. So. Wenn man überleben muss, muss man immer das mitnehmen, was man findet. Okay. Hier ist auch ein bisschen Erz. Und hier geht's auch weiter. Fuck. Ich glaube, das führt zu dieser Klippe hin. Schätze ich mal, aber ich... Okay, hier geht's auch weiter. Oh mein Gott. Das geht's... Ja, der Weg führt zu dieser Klippe hin. Verdammt. So, und was jetzt? Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal ein bisschen Erz mit. Oh Gott, Skeletti. Ich habe dich gar nicht bemerkt. Autsch! Ach du Lacker! Und er kommt!
Autsch. Stirb! Hm, scheint irgendwo gespawnt zu sein. Kann er mich sagen. Oh Gott! Was ist denn das denn? Jesus! Warum ist hier alles so hohl? Alter! Oh mein Gott! Ach ja, übrigens müsste die Musik jetzt besser zu hören sein. Ich habe jetzt nämlich ein anderes Videorenderprogramm gewählt, das den Sound nicht beeinflusst. Ich habe ja momentan... Also die letzten Parts habe ich nur mit Camtasia gerendert und da war halt der Nachteil, dass der Camtasia den Sound immer ein bisschen verändert hat, was rede ich hier für einen Scheiß. Und ja, jetzt habe ich zu einem anderen Renderprogramm gewechselt, das meiner Meinung nach super funktioniert. Moment, ich zeige euch mal, wie es heißt. Es heißt VideoPad. Für die, die es wissen wollen. Damit rendert man die Videos viel schneller als bei Camtasia. Und der Sound wird nicht beeinflusst beim Rendern. Und es geht schneller. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Alter, ich will da nicht lang. Was zum? Ey, überall sind fiese Löcher. Ein falscher Schritt und wir enden als Leiche. Alter, was ist denn das für ein Monster-Dingens, ey? Heiliger Mist, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss jetzt mal einen sicheren Ort finden, um neue Fackeln zu craften. Denn ich habe die Kraft, neue Fackeln zu craften, ne? Denn das hier ist Minecraft. Gut, was mache ich jetzt? Crafting Table. Ich mache in mir Crafting Table. Unsere Rüstung sollten wir auch mal wieder reparieren. Naja, egal. Dann ich hier mache ein Crafting Table. Und zwar so in dem Style. Gut, ich hätte neue Fackeln, ne? Obwohl ich hätte nicht bauen Crafting Table für Fackeln bauen sollen. Ist scheißegal. So, jetzt nehmen wir diese Kohle hier und neue Fackeln jetzt in der Inventory. So. Die nehmen wir wieder mit. Jetzt müssen wir... Oh, okay, passt. Wir haben sogar noch ein bisschen Inventory frei. Start the show in Engländer. Gut, und jetzt? Oh Gott. Ich will es nicht tun. Alter, ich sehe da gar nichts. Wenn ich da runterfall, bin ich so am Arsch. Oh Gott. Oh Gott. Seht ihr, wie tief das ist? Heiliger Mist. So was habe ich noch nie gesehen. Oh Gott, hoffentlich kommt da jetzt nichts. Ich mache mal hier eine Mauer hin, falls irgendwas kommt. Von hinten und uns dann überrascht. Sicherheitshalber. Heiliger Mist. Und da ist eine Spinne im Hintergrund. Ich muss mich jetzt irgendwie nach unten graben. Vorsichtig. Wenn ich wenigstens was sehen könnte, aber ich sehe ja gar nichts. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du schießt mich nicht runter. Bäm, Kopfschuss. Das war aber auch unser einziger Pfeil, den wir gerade hatten. Mist. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt da runter? Soll ich da runterspringen? Nee, das wäre ja Selbstmord. Da kann ich den Monstern gleich in die Arme laufen. Scheiß Skelett. Moment mal, vorhin habe ich irgendwo Lava gefunden. Wenn wir hier vielleicht die Lava runterkippen würden, könnte ich vielleicht was sehen. Ich glaube, ich laufe nochmal zurück. Und schaue nach Lava. Aber die Lava, die ist auch schwierig zu holen. Die ist nämlich dort drüben. Genau dort. Oh je, ich laufe jetzt mal hier
hier entlang, vorsichtig, natürlich. Ganz langsam und vorsichtig. Ein falscher Schritt und wir sind tot. Alter Schwede. Seht euch das an. Gut. Hier scheint ein neuer Abschnitt zu sein. Ich wette, wir kommen hier darunter, wenn wir jetzt hier lang gehen. Bin mir aber noch nicht so ganz geholfen, ob ich da runterspringen soll. Heiliger Mist. Was ist das hier für ein großer Komplex? Das kann nicht sein. Wisst ihr was? Ich riskiere es jetzt. Okay, hier ist Wasser. War Wasser. Hier ist auch ein bisschen Eisen an der Wand. Wenn alles sicher ist, können wir es mitnehmen. Ich hoffe jetzt nur, es kommt keine böse Überraschung. Dieser Soundtrack, der beunruhigt mich, denn diese Musik kommt, wenn man in Fallout stirbt. Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Hilfe! Monster! Die Monster wachen! Die Monster wachen, Leute! Oh Gott! Was ist... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Heiliger Mist! Das war ein Creeper! Der Krieg geht los! Wir sind auf feindlichem Territorium, Leute! Wo ein Creeper ist, ist auch noch ein zweiter. Heiliger Mist! Wir haben die große Halle erreicht. Oh Jesus! Seht euch das an, Leute! Alter, hier ist es scheiße gefährlich. Ich habe jetzt keine Lust jetzt. Scheiß drauf. Ich könnte jetzt jederzeit einen Creeper auftauchen. Hier geht's auch weiter. Alter, meine Hände zittern gerade ohne Scheiß, Leute. Auch noch weiter. Ich laufe jetzt mal weiter und schau, was uns erwartet. Hier ist die Lava. Wir könnten jetzt theoretisch herunter, jetzt zu diesem Ort kommen. Ich schaue aber noch weiter nach, wo es lang geht.